Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Radsport Manager 2013. Heute mit der dritten Etappe des Giro d'Italia. Und ja, gestern war Teamzeitfahren und Teamzeitfahren ist so eine Sache. Und da möchte ich gerne noch mal ganz kurze Stellung zu beziehen. Also, man hat mir bei der Tour de France beim Teamzeitfahren mitgeteilt, dass ich ja mit alles auf 99 und Go vom Start weg und so weiter, dass das falsch wäre, das müsste man anders machen. Und außerdem müssten alle Fahrer führen und nicht nur die Top-Fahrer, sondern alle Fahrer und überhaupt. Also sprich, man hat mir Tipps gegeben. Diese Tipps habe ich gestern beim Teamzeitfahren des Giro umgesetzt. Und jetzt kommt als Aussage: Du musst alles auf 99 setzen, du musst die schlechten Fahrer nach hinten tun, du darfst nur die Top-Fahrer führen lassen und so weiter. Also sprich, alles, was ich gemacht habe bei der Tour de France, was ich gestern anders gemacht habe, wurde mir dann aufs Butterbrot geschmiert, wie so muss ich es machen. Also wenn ihr euch dann irgendwann mal einig seid, wie man denn ein Teamzeitfahren jetzt richtig macht, dann dürft ihr mir gerne mal dazu einen Tipp geben und dann mache ich es in Zukunft so. Solange ihr euch nicht einig seid, muss ich mir auch nicht einig sein. Und ich habe jetzt beides ausprobiert. Ich bin mit von Anfang an auf 99 und alles Vollgas und schlechte Fahrer nach hinten und nicht führen lassen. Bin ich bis jetzt zeitlich am besten gefahren, weil ein schlechteres Team damit, nee, eigentlich war es sogar ein besseres Team, aber ein relativ gutes Team, was nicht fit war, eine bessere Zeit gefahren hat, wie das Team, was fit war. Wie auch immer, ist ja auch wurscht, wir sind auf Etappe Nummer 3, wir wissen jetzt unsere Parameter für die Tour. Es sieht momentan so aus, dass ein Cavendish führt und wir da ziemlich weit hinten liegen. Wir haben 1 Minute und 2 Sekunden Rückstand. Alles nicht schlimm, alles noch im vertretbaren Maße. 1 Minute ist in dem Spiel nicht wirklich viel. Gut, dann haben wir hier ja die Punktwertungen, die Bonuswertungen und so weiter. Also 8 Punkte gibt es für den ersten Zwischensprint. Dann kommt eine Bergwertung, 5 Punkte, noch eine Bergwertung, 5 Punkte und dann kommt die Zielwertung und da gibt es 20 Sekunden Zeitbonifikation. Und das ist generell hier so, dass auch bei Sprints Zeitbonifikationen drin sind, das ist eben Giro, da gibt es noch die Zeitbonifikation. Das heißt, wenn wir es schaffen sollten, diese Etappe irgendwie zu gewinnen, kriegen wir 20 Sekunden Zeitbonifikation. Allerdings sehe ich auch noch keine wirkliche Herausforderung da drin, diese Etappe unbedingt gewinnen zu müssen, denn das kommt uns zum Beispiel schon näher. Dann haben wir, wo haben wir es denn? Dann haben wir das hier, was uns ziemlich nah kommt mit dem, was wir so leisten können. Dann haben wir hier wieder einen kleinen Anstieg am Ziel. Dann haben wir, ja, diese Geschichten. Also sprich, wir haben sehr viele Bergankünfte in Bergetappen. Und oder solche Anstiege hier kurz vom Ziel, wo wir dann doch relativ gut unterwegs sein dürften mit einem Nibali. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Also da werden wir unheimlich viel Zeit noch gut machen. Erstmal geht es jetzt in die dritte Etappe rein. Ich will da gar nicht lang rummachen. Was ist das? Hügelig. Bauen wir mal schnell ein Hügelfahrrad zusammen. Schicken die alle auf Setup Nummer 2. Dazu nehmen wir, ja, ich sag mal, können wir schon das gute Ebenenrad nehmen. Und dazu machen wir vielleicht das Rad. Das Rad und den Helm. Und dann kommen wir, na, kommen wir auf 42, 43. Das ist eigentlich, ist das schon mal eine ganz gute Geschichte. Ich bin gerade nochmal gucken, ob es da nicht noch irgendeinen gibt, der da vielleicht sogar noch ein bisschen cooler ist. Nö, die Helme sind alle gleich. So, die Frage ist natürlich, kriegen wir das irgendwie über ein anderes Fahrrad vielleicht noch ein bisschen besser? 41, 43, also es wird nicht wirklich besser, dann ist mir 42, 43 sogar noch lieber. Ich glaube, ich hatte irgendwo mal ein Fahrrad zusammengebastelt. Wie war denn das? Das ist jetzt eine gute Frage. Wie war denn das Fahrrad-Setup damals? War das dieses hier mit dem Zwin? Und dann so einen richtigen Berghelm? Nee, wir hatten dann einen Bergrahmen, glaube ich, hatten wir gemacht. Wir hatten diesen Rahmen genommen. Genau, da kamen wir dann auf 44. Nee, das ist irgendwie,
Ich krieg da nicht so wirklich die Kurve. Wir gehen wieder auf das, was wir ursprünglich hatten. Das sieht eigentlich mit am besten aus. 42, 43 ist gut für einen Hügel, finde ich. Wir haben hier die Möglichkeit, gut über den Berg zu fahren, energiesparend und auch einigermaßen gescheit auf der Ebene Energie sparen zu können. Ein richtiges Bergrad ist ja auf der Ebene so ziemlich energiezehrend, aber im Berg spart man dann unheimlich viele Energien. Und darum geht es ja im Prinzip. So, C2 Setup ist, wie gesagt, unser Hügel-Setup. Wir gehen rein. Hier konnten wir uns schön ausruhen. Super. Wir konnten uns beim Zeitfahren schön ausruhen. Kesjakow ist jetzt auch wieder ausgezeichnet fit. Warum? Naja, sie haben sich nicht wirklich verausgabt. Sind wir mal ganz ehrlich. Wir sind ja nur auf 95 da rumgegurkt. Das war jetzt nicht so der Knaller. Ist wurscht. Wir gehen in die Etappe. Hier sind zwei heftige Hügel mit drin und wir versuchen im letzten Hügel vielleicht mal ein bisschen hier Gas zu geben. Nibali steht unter den weiteren Favoriten. Als richtiger Bergfahrer ist er eigentlich kein Hügelfahrer. Gerade nochmal schauen. Außenseiter sind wir mit Nibali, genau wie Wiggins und Heziedal. Also sprich, die Gewinner vom Vorjahr sind auf dieser Etappe eigentlich nur Außenseiter. Hier werden starke Hügelfahrer scheinbar bevorzugt, weil die Steigungen nicht so extrem sind. Allerdings, na gut, wir sollten relativ gut rüberkommen als Bergfahrer. Sollte uns so ein Hügelchen auch keine Probleme bereiten. Wie gesagt, unsere Zeit, die kommt erst noch. Rodriguez Sanchez Iglinski von uns ist ein guter Mann hier, vielleicht auf einen Etappensieg. Könnten wir vielleicht mal gucken, dann haben wir noch Schleck und Evans. Also ich meine, wir haben natürlich hier auch wirklich jede Menge gute Leute mit am Start. Brauchen wir uns also nicht wundern, wenn wir hier auch tierisch eins auf die Nase kriegen. Wir versuchen es trotzdem mit Nibali hier eine gescheite Tour zu fahren und möglichst Erster zu werden. Garantieren kann ich da natürlich jetzt noch nichts für. Es ist auch nicht so, dass ich unfehlbar bin. Hinterher ist man meistens schlauer wie vorher. Das habe ich schon öfter gesagt. Und es gibt viele Situationen im Rennen, die ich im Rennen sage, okay, ist cool. Und nach dem Rennen sage, oh, hätte ich anders machen können. Aber gut, so ist das einfach. Gucken wir mal, was wir heute für eine Ansage kriegen hier. Für welche Etappe die ist. Die heutige Etappe über 244 Kilometer führt von Policastro nach Serra San Bruno an der Stiefelspitze Italiens. Das Streckenprofil ähnelt dem von gestern. Hügeliger Start, flacher mittlerer Abschnitt und am Ende zwei Anstiege. Ja, auch heute bieten sich unterschiedliche taktische Möglichkeiten. Aber die alle Ansagen sind falsch und deshalb quatsche ich da jetzt auch rein, weil es nämlich überhaupt keinen Sinn macht, sie sich anzuhören. Anstieg zum Soriano Calabro mit durchschnittlich 5% Steigung hat diese Etappe die Klassifizierung mittelschwere Bergetappe verdient. Da vorne die Gruppe versucht sich gerade abzusetzen. Ihm war das Tempo und es schifft hier wie Sau. Muss man einfach durch. Ja, wie sieht's denn aus hier? Fährst du vor oder fährst du nicht vor, Brejkovic? Oder jagen die schon? Es kann natürlich sein, dass die schon jagen. Ein weiterer Angriff aus der Spitzengruppe. Ja, Brejkovic hat Probleme nach vorne zu fahren irgendwie. Von wo kommt denn der Wind? Der kommt von hinten und Brejkovic hat Probleme nach vorne zu fahren. In der Spitzengruppe gibt es einen Vorstoß. Ja, und da vorne geht's ab ohne Ende, ey. Wer mischt denn da alles wieder mit? Da haben wir Bug. Okay. Dann Sörensen. Tabor, Lastra. Vogt, okay, Jens Vogt versucht hier einen Ausreißversuch. Ja, es ist einfach, es ist gerade ein bisschen bescheuert, weil die Leute, die ich gerne vorne hätte, die kommen mal wieder nicht nach vorne. Und die haben auch Probleme, das Tempo mitzugehen, weil insgesamt hier einfach das Tempo irgendwie verdammt hoch wird schon, direkt am Anfang, und das bei strömendem Regen. Ich hoffe nicht, dass sich da einige auf die Nase legen. Beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Es kann auch sein, dass der hier Probleme hat, mit nach vorne zu fahren aufgrund des Wetters. Oder aufgrund von irgendwelchen Mini-Steigungen, die wir hier nicht sehen, die er vielleicht nicht ganz so gut fährt, obwohl er die eigentlich fahren müsste. Ja, ich weiß nicht, die kommen alle nicht vor. Das Tempo im Feld ist verdammt hoch und wir müssen echt aufpassen, dass wir uns hier nicht... Ausflug ist vorbei.
schon für Ausgaben. So, und jetzt haben wir sie eingeholt und jetzt ist hier Schicht im Schacht. Und jetzt geht hier der nächste Angriff und dann wird's Feld gleich wieder jagen, gehe ich von aus. So, aber diesmal haben wir dann endlich mal alle vorne, denke ich. Oder? Sind wir jetzt mit allen vorne dabei? Sind sie das alle? Sehr schön. So, Iglinski hat gute Chancen, haben sie uns gesagt, hier die Etappe zu gewinnen. Etappen gewinnt man aber nicht am Anfang von der Etappe, sondern meistens am Ende. Wir sollten uns mal einen Helfer aussuchen, der irgendwie hier so ein bisschen, Arbeit für unseren Kapitän macht. Sagen wir es einfach mal so. Die sind verdammt gut. Morajew weiß ich nicht, das ist eigentlich ein Sprintanfahrer, der sollte es vielleicht auch nicht machen. Vielleicht Kessiakow könnte Nibali mal schützen. Eigentlich schade, so einen guten Fahrer dafür einzusetzen, aber es ist halt einfach so, wir haben zu viele gute Fahrer dabei, wir haben hier echt ein Top-Team dabei. Normalerweise ist es verheerend, mit so einem Top-Team am Start so eine Platzierung zu haben, wie wir die gerade haben. Also, aber was ist dann hier schon wieder los? Ey, guckt euch das doch mal an. Hängen bleiben, kleben bleiben, wo wir rumfahren, ey. Nicht mehr ausdehnen, dann geht es nämlich richtig auseinander. Ja, jetzt hat das Feld die Ausreißergruppe wieder eingeholt. Die gehen da mit einem Affenzahn über die Hügel drüber. Es würde mich nicht wundern, wenn da jetzt gleich das Feld zerreißt. Und dann hoffe ich nur, dass wir mit Nibali dann in der richtigen Gruppe drin sind. Ich hätte die ja ganz gern vorne, aber irgendwie wollen die nicht nach vorne fahren. Guckt euch das mal an, wie sich das Feld hier streckt, wie ich das zieht. Das Tempo und, hat sich deutlich verlangsamt. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Und vor allem habe ich keine Ahnung, warum Nibali nicht nach vorne fährt. Der gehört da vorne hin. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass er da vorne hinfahren soll. Das interessiert ihn aber nicht. So, also wir versuchen das Ganze noch einmal. Genau in diesem Augenblick kommt es zu einem Angriff. Und sagen, Vogelsang, Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, das ist doch aber auch ein Müll hier. Mann, ich will doch einfach nur mal die Leute auswählen, die ich auswählen will. So, du schützt Nibali. So, so rum gehört. Und den will ich gerne bei Vogelsang platzieren. Und dann hoffe ich, dass die das jetzt mal machen, dass die da mal nach vorne fahren. Ich will die nämlich weiter vorne haben. Ne? Sonst kommt der Wind irgendwann plötzlich von der Seite. Da wird wieder angegast wie die Bekloppten. Und plötzlich steht Nibali in Gruppe... Jetzt versucht er sich als Solist durchzusetzen. Ja, E1 oder E2 und hängt irgendwo hinterm Feld rum, wo er nicht hingehört. Das will ich natürlich nicht. Also, oder A1 hier. E sind die Ich dachte immer, A wären die Ausreißer und E, nein, ist auch egal. So, jetzt hoffe ich nur mal, dass Nibali jetzt endlich nach vorne fährt. Tu es endlich, verdammt. So, jetzt geht's langsam hier mal Richtung... Also wirklich einig sind sie sich in der Spitzengruppe nicht. Einige Fahrer wollen führen, andere wiederum nicht. Jetzt wird angegriffen. Ja, die Ausreißer sind sich nicht so wirklich einig, was sie da tun. Feld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Ich sehe schon. Wir schicken Brajkovic mal Wasser holen. Ist zwar auch nicht der beste Helfer zum Wasser holen, aber was soll man tun? Wir haben halt nur Leute dabei, die man normalerweise nicht Wasser holen schickt. Jetzt versucht er es auf eigene Faust. Er will wohl seine Begleiter abschütteln. So, und wir kommen langsam mit Nibali vor an die Spitze. Jetzt gehen die aber richtig zur Sache. Tempo ist heute hoch, mein lieber Jolly. Ey, was gehen die hier denn für ein Tempo? Jens Vogt startet einen Angriff. Ja, Jens Vogt startet einen Angriff. Ich wäre gerne mal mit einem meiner Leute so weit in der Nähe, dass man den Angriff mal kontern könnte. Aber glaubt ihr, ich komme da mal ran? Ich komme ja nicht mal durchs Feld durch. Die Liste der zurückgefallenen Fahrer wird immer länger. Was ist denn hier los heute, ey? Das ist ja der totale Punk. Das habe ich ja noch nie erlebt im Radsportmanager, was hier gerade für ein Programm läuft. Jetzt
Jetzt beträgt der Vorsprung der Und dann dieses links, rechts, links, rechts. Wisst ihr, da können die natürlich auch, die bremsen ja bei jeder Kurve ab. Da können die ja gar nicht mal richtig nach vorne fahren. So, Modulo ist in einen Sturz verwickelt. War das nicht ein Ausreißer? So, alle sind versorgt, wie es aussieht. Vogelsang fährt vorne rum. Nibali, ich habe keinen blassen Dunst mehr, wo meine Fahrer hier rumhängen. Komm, Nibali, jetzt fahr mal nach vorne. Das ist ja ein Drama mit dir, wo du da rumgeisterst. Ey, so, hier, platzier dich mal. Du sollst vorne bleiben. Jetzt bleib auch vorne. So, dann suchen wir noch einen, der einigermaßen Ausreißertalente hat. Und über Hügel kommt. Wir könnten eigentlich mit Vogelsang, könnten wir mal hier einen Angriff starten in dem Hügel. Ja, das ist ja das, was wir wollen. Oder auch mit ihm hier, mit Iglinski. Ja, ich glaube, Iglinski ist eigentlich der richtige Mann dafür. Der wurde ja auch als Favorit gewertet. Mit dem versuchen wir mal hier die Etappe zu gewinnen, mal anzugreifen, um die Favoriten ein bisschen unter Druck zu setzen. Das Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Hey, wenn ich schon wieder sehe, wie das Feld hier aufgereiht ist, das zeigt wieder, wie schnell die fahren. Die fahren hier 50 Sachen und das schon fast wieder die ganze Etappe. Das ist doch nicht normal, sowas. Das kostet Kraft und Energie bei unseren Fahrern. Das ist unglaublich. Die wollen irgendwie unbedingt die Ausreise einfangen. Wo haben wir denn unsere Sprinter? Wir müssen uns da mal ein bisschen vorbereiten. Da kommt ja ein Zwischensprint, da gibt es ein paar Pünktchen zu holen. So, erstmal muss mal der ein bisschen nach vorne. Dann muss der hier, der Bosig muss auch ein bisschen nach vorne. Funktioniert das jetzt? Sind das auch die richtigen? Ich habe immer Angst, dass es die falschen sind. Hallo, wenn ich dich anklicke, mag ich dich schon haben. So, und dann Murajew auch nach vorne. Wir brauchen ja einen Sprintanfahrer. So, Busik kommt ganz gut durch. Murajew auch. Und wo ist, bleibt unser Sprinter? Der kommt nicht nach vorne. Doch, jetzt kommt er nach vorne. So, du orientier dich mal an dem hier. Und bleib dann da mal. Und du orientier dich an dem hier und bleib dann da mal. Und du orientier dich auch mal an dem hier und bleib dann da mal. Hallo, ich will dich anklicken. Das ist aber auch ein Drama hier manchmal. So, da haben wir also schon mal ein bisschen weiter vorne platziert hier unsere Kollegen. Schaffen die das, die einzuholen vom Zwischensprint? 18 Kilometer sind es noch bis zum Zwischensprint. 30 Sekunden geht's. Ich glaube, die Sprinter-Teams sind das hier, die kräftig Dampf machen. Die wollen hier irgendwie den Zwischensprint fahren, habe ich den Eindruck. Ab wann kann ich denn anhängen? Ziemlich spät wahrscheinlich erst wieder, so wie es meistens ist beim Zwischensprints. Ich weiß nicht mal, ob wir da überhaupt so einen kleinen Sprintzug aufbauen sollten oder ob wir sagen sollten, zwei Sprinte aneinander und los geht's. 14 Kilometer noch. Ab wann kann ich denn bitte anhängen? So, als erstmal brauchen wir jetzt einen, der da vorne mal Gas gibt, dass wir die einholen. Murajew, hau mal rein hier. 85 Sachen, gib Gas, gib Feuer. Da vorne holen wir so schon einen, dann müssen wir das Tempo hochhalten. So, und die wollen wir mal in der Nähe von dem platzieren. Das ist das Ende dieses Fluchtversuchs. Jetzt fährt Maria vorne raus. Keine Chance gelassen. Was für ein explosiver der soll Anruf, doch gar nicht da vorne rausfahren. Hi, yes, es nee, ey, das ist... Du sollst Führungsarbeit leisten. Wir müssen das Tempo hochhalten. Ich will den Sprinter. Wieso ist der denn jetzt schon wieder 40 Sekunden weg, Mann? Der ist doch gerade eben erst angetreten. So schnell macht man auch keine 40 Sekunden gut. Wann darf ich denn endlich meinen Sprintzug aufbauen? Ich krieg schon wieder Panik, weil hier überhaupt nichts zusammenläuft. Der hier soll sich an den dranhängen. Und dann will ich den auswählen. Und der soll sich an Murajew dranhängen. Mein Gott. Ist das aber auch immer schwer, hier die Leute auszuwählen, die man denn da gerne hätte. So, jetzt komm, tritt mal rein, hau mal rein hier, mach mal Tempo.
Warum hängst du denn schon wieder fest? So, die können wir eigentlich alle mal hoch tun auf 95. Und die können wir sogar mal Riegelchen nehmen lassen. Ja, das ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu knapp, um da noch was zu reisen. So, wir sortieren mal durch schnell, dass wir sehen, wo wir hier wen haben. Mensch, Gardini, fahr da vor! Die sind ja tot, bis sie sprinten dürfen, hallo? Und andere Sprinter-Teams. Seht ihr, wie die schon wieder vorbeiziehen? Das ist echt unglaublich. Murajew ist platt. Wann kommt denn die Sprint? Da ist 3 Kilometer vom Sprinten. Ich kann nicht keinen Sprint anziehen. Das ist doch ein Witz. So, jetzt gehen die anderen los und jetzt komm, gib Gas. So, 900 Meter vom Ziel. Unser Sprinter, komm, gib Gas. Wer ist denn da? Cavendish gewinnt. Scheiße, Zweiter. ja. So, das war Zwischensprint Punkt 1. Die Jungs sind halt fit. Da kannst du nichts machen, wenn die fit sind. Da vorbeizukommen, wenn die fit sind, ist schwer. Ah, Cavendish hat ganz schön gekämpft. Also das gibt definitiv keine Zielankunft für Sprinter. Und wenn es jetzt in die Hügel geht, positionieren den schon mal ein bisschen weiter vorne. Nicht hängen bleiben, vorfahren. Wiglinski, vorfahren. So. Das ist aber auch... wisst ihr, ich stehe da echt meistens unter Strom. Das soll man nicht glauben. Ich finde das teilweise hier brutalst spannend. So, jetzt müssen wir mal einen schicken, der vielleicht mal was zu trinken holen kann. Der auch über Hügel kommt. Nicht, dass wir jetzt in die Hügel reinfahren und dann verdursten wir alle. So, und Iglinski haben wir hier vorne. Unser Team fährt auch einigermaßen vorne. Wenn es jetzt gleich in den Hügel geht, versuchen wir einen Ausreißversuch mit Iglinski und versuchen da den Etappensieg heimzubringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier mit Nibali schon angreifen sollen. Es ist eigentlich zu früh dafür. Erschöpfung oder ein taktischer Schachzug? Ja, nee, es ist definitiv ein taktischer Schachzug, der jetzt hier ansteht. Ah, da vorne geht eine Ausreißergruppe. Und wir sind wieder zu weit hinten. Und wir kommen wieder nicht nach vorne. Wenn wir das mitkriegen, hängen wir wieder fest im Feld. Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen gereizt und genervt agiere. Du fahr doch einfach mal vorbei. Warum bleibst du denn hinter deinen eigenen Sprintern hängen? Fahr doch mal vorbei, außenrum, einfach mal vorbei. Da ist die halbe Straße ist frei und du hängst fest, weil du mitten durch willst mit dem Kopf durch die Wand. Das ist das, was mich hier so ein ganz klein bisschen annervt. Weil die anderen, die sind mittlerweile schon wieder eine Minute vorne und Iglinski hängt im Feld fest. Bis der seinen Arsch bewegt, ist der Käse gegessen. Ey, wirklich, eine Minute sind sie schon weg. Ja, prima. Jetzt greift er. Da soll man sich nicht aufregen. Ganz bestimmt auch der Teamsponsor. Vielleicht gibt sich das Hauptfeld heute geschlagen. Der Vorsprung beträgt schon mehr als eine Minute. Einige Teammanager sind mit dem... Ich freue mich nicht, weil es viel zu viel Kraft kostet und überhaupt keinen Sinn macht, was wir jetzt hier tun. Das ist für einen Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Hol dir mal was zu trinken. Du wirst übers Feld eh nicht mitversorgt. Jetzt versuch da vorzufahren, bitte. Bist doch ein guter Hügelfahrer, hast ein einigermaßen gutes Bergrad. Müsst doch schaffen, da wieder ranzufahren. Aber das Problem ist, die da vorne geben natürlich auch Gas. Und da ist natürlich auch, sind da Favoriten dabei. Auf den Etappensieg. Und Kunigo ist sogar noch ein Gesamtfavorit. Was natürlich sehr problematisch ist. Und ja, wir werden wieder eingeholt. Okay, dann müssen wir das Ganze ein bisschen anders angehen gleich. Wen haben wir denn als guten Hügelfahrer? Geh mal vor, schaff mal ein bisschen was für unser Team. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Da müssen wir das mal ganz anders angehen. Das Tempo beträchtlich angezogen. Das wird mir gefährlich, was hier gerade abläuft. Wenn da Kunigo vorne drin ist, das passt mir nicht. Das passt mir überhaupt nicht.
Geh auch du mal vor. Mitarbeiten ist angesagt, Freunde. Es geht hier um... Was? Wer ist gestürzt? Kenn ich den, Lickert? So, und wenn Iklinski jetzt eingeholt wird... Wird der überhaupt eingeholt, ist die große Frage. Ich glaube, im Hügel schaffen wir es nämlich jetzt ganz schön ranzufahren an die da vorne. Dann wird es natürlich keinen Sinn machen, dass wir Nachführarbeiten machen. Wenn wir uns jetzt hier dranhängen, macht es natürlich keinen Sinn mehr, hier Nachführarbeit zu machen. Wen haben wir? Kangard, Bonsek, Morajev, Position halten. Wer soll noch Führungsarbeit machen? Brajkovic, nee, Position halten. Nibali bin ich gerade am überlegen, ob wir da mal versuchen sollen, den... Das Feld kommt unaufhaltsam näher. Der hat 79 Hügel. Ist kaum mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen. Das Feld rast ja förmlich davon. Mit einem Kisiakov, der ihn beschützt. Und Glinski, der da vorne ist. Ja, Kisiakov bleibt schon hängen. Ja, komm, gib auf. Passt schon. Nibali fährt... Sollen wir das wirklich machen? Ich bin echt am Überlegen, ob das Sinn macht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das ist das Problem daran. Es kann die richtige, es kann aber auch die falsche Entscheidung sein. Ich meine, Kunigo ist da vorne. Wir müssen eigentlich irgendwas tun. Die Ausreißer haben ihren Versuch aufgegeben. Das Feld hat ihnen keine Chance. So, jetzt gibt es hier von Albasini einen Angriff. Das hohe Tempo nicht mithalten und müssen einfach abreißen lassen. Albasini ist ein guter Hügelfahrer, Albasini ist ein guter Bergfahrer. Nee, Quatsch, Nibali. Ich habe doch Albasini angeklickt, dann zeigt mir den doch mal. Ist ein guter Hügelfahrer, ist ein guter Sprinter, mit dem können wir uns einigen. Oh Mann, ey, das ist aber auch hier mit dem Geklicke, das ist ja nervig hoch 5. So, ich will, dass du da dranhängst. Und ich will, dass der Iklinski sich an dich dranhängt. Geht das nicht? Ach, geht nicht. So, Wegmann geht. Dann hängt sich Iklinski an Wegmann ran. So, da versuchen wir mal da vorne jetzt rauszufahren. Knallhart. So, Nibali aufhören zu führen. Iklinski, du darfst Führungsarbeit leisten. Weil das passt mir so ganz gut in den Kram. Genau so passt es mir. Wer macht denn da hinten mit? Der macht keine Führungsarbeit, oder? Nee. Ach, wir kommen aber nicht weg. Das ist das wieder. Und der ist nicht mehr wirklich fit nach seinem ersten Angriff. So, jetzt geht's hier den Berg hoch. Nicht mehr lange, dann wissen wir, wie es ausgeht. Das geht nicht gut. Iklinski stirbt uns weg, uns Team und hinten kommen sie nach. Und da sind die anderen schon, Morajev, die ganzen Sprinter, die ich dafür ausgehabt haben, die sind alle schon tot. So, und jetzt führt Iklinski das komplette Feld an, weil der Zusammenschluss wieder kam. Jetzt können wir den dann auch vorschicken, Führungsarbeit leisten. Ach, du lieber Schwede. Was fällt mir dazu ein? Sag mal, Vogelsang mal. Das Feld hat das Tempo etwas angezogen. Kisiakov hat momentan Bergpunkte, ne? Den holen wir mal nach vorne. So, Kisiakov fährt mal nach vorne und wir gucken mal, dass wir mit Kisiakov hier zuerst über die Bergwertung drüber fahren. Und wir versuchen generell mal hier anzugreifen, indem wir jetzt das Feld versuchen auseinanderzuziehen über den Hügel. Indem wir Kisiakov hier führen lassen. Nun versucht ein Fahrer sein Glück. Iklinski ist tot. Der kann nicht mehr.
Dann haben wir schon verschleißt. Das war keine gute Idee, was wir da gemacht haben. Und jetzt kommt Albasini wieder mit so einem dappischen Angriff. Was will der denn auf Bergpunkte gehen? Verdammt, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Irgendwie ergibt das alles nicht so wirklich Sinn, was die hier tun. Wo haben wir einen Vogelsang? Führungsarbeit, Vogelsang, Vorfahren. Wir müssen versuchen, dass das hier bitter wird für die Konkurrenz. Da ist Schleck, da ist Hesiodal, die kriegst du nicht los. So, da ist Albasini. Naja, komm, wird der Dritte. Ja, komm, es macht keinen Sinn. Was tue ich denn, Mann? Es macht keinen Sinn. So, Vogelsang wird zum Helfer gerade umdegradiert. Soll hier führen mit 75 sein. Ich glaube, ich verschleiß gerade mein ganzes Team, ob das Sinn macht. Ich habe keine Ahnung. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen. Dann geht es nämlich richtig auseinander. Der führt auch mit 85. Wieso führen die denn mit 85? Die sollen nur mit 75 führen. Habe ich vergessen, den umzustellen auch. Oh, mein Gott. Das ist halt auch so ein Problem, ja. Überblick zu behalten. Und Albasini macht schon wieder einen Angriff. Sag mal, wie viel Energie hat denn der? Der greift an und greift an und greift an. Der muss doch irgendwann mal Platz sein. Wenn die Leute, die bei uns führen, Platz sind, muss doch irgendwann der Angreifer auch mal Platz sein. Kann doch nicht sein, sowas. Mal sortieren, dass wir sehen. Ach Gott, die sind ja alle schon scheintot. So, und jetzt in der Abfahrt. Ich bin echt am Überlegen. Ich bin am Überlegen, was sollen wir machen? Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen ja Zeit gut machen. Aber ich weiß nicht, ob das schon der richtige Zeitpunkt ist. So, du kannst mal aufgeben. Und du kannst mal aufgeben. Das macht keinen Sinn mehr. Hier sind Wolken. Ach du lieber Himmel, wird es auch noch neblig hier. Ja, sieht noch nicht mal so schlecht aus zurzeit. Also ich meine, Albasini ist ein Hügelfahrer, aber so richtig, ich weiß auch nicht, der kommt nicht wirklich weg. Und jetzt, wo hier so ein paar Leute ein bisschen Tempoarbeit machen. Das Gute ist, dass wir uns momentan relativ gut erholen können. Also mit allen Fahrern, sogar mit Nibali, können wir uns relativ gut hier gerade erholen. Schiebt sich das Feld langsam wieder an die Spitze heran. Und wir holen den langsam wieder ein. Das ist eigentlich das Optimal, weil dann schafft er es natürlich auch nicht, wenn der... Ich weiß nicht. Also es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, noch ein Angriff geht der da vorne nicht und wir jagen den gerade nach. Und wir sind relativ weit vorne dabei und hier ist Vogt dabei und Co. Also ich glaube, dass wir das auch in der Abfahrt, also es gibt ja Fahrer wie Schleck und Co., die haben Probleme in der Abfahrt. Ich glaube, dass wir in den Anstiegen und in den Abfahrten mit Nibali was reisen können. So, und jetzt hoffe ich, dass die da mal an den Rand fahren, an den Albasini, und dass wir dann im Aufstieg vielleicht angreifen können mit einem von unseren Fahrern. Es ist leicht dramatisch hier vorne. Da machen sie alle wieder Tempoarbeit, um da ranzukommen. Für die Kapitäne, die jetzt hier auf dem kleinen Ebenenstück und in dem Anstieg wieder was machen können. So, und wir bleiben aber auch immer schön dran hier mit Vogelsang und Co. So, wir gehen jetzt um. Vogelsang soll ganz normal frei fahren. Das Einsatzbalken. Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Einige Fahrer werden nicht lange mithalten können und abreißen lassen. Und da fährt er schon vorne raus. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir Nibali auch vorne rausfahren lassen sollen. Weil hier kommen sie wieder. Wegemann, Kunigo.
Ich frage mich, wo die Computer-KI immer diese Energien hernimmt. Die greifen in einer Tour an und ich stelle mir echt die Frage, wie zur Hölle macht man sowas, ja? Ich meine jetzt mal ohne Witz, das ist ja nicht so, dass meine Fahrer hier schlechte Fahrer wären. Trotzdem sind die total platt teilweise schon. Und das, obwohl es Bergfahrer sind sogar. Also ich meine, irgendwas stimmt doch da nicht. So, die hier hinten sind wir schon losgeworden. A2. Bleibt da bloß drin, ey. Und A1. Und Peloton, noch Peloton, aber nicht mehr lange. Ich bin am überlegen, brauchen wir noch was zu trinken? Eigentlich nicht. Wir sind 30 Kilometer vom Ziel. Kritisch, kritisch, kritisch. Wir könnten den aber mal weiter nach vorne schicken. Der ist ja auch eigentlich ein guter Hügelfahrer. Also was mir hier generell abgeht, ist die Versorgung von vorne. Muss ich ganz offen sagen. Es kann eigentlich nicht sein, dass ich jetzt hier im Hügel nach hinten müsste. Okay, wer geht denn da? Schleck, hey, oh Gott, jetzt gehen sie. Jetzt gehen sie und jetzt müssen wir mit. Wir müssen mit, wir haben keine andere Chance. Wir müssen mit Kunego. Etwas an Tempo herausgenommen. Entweder wurde es ein bisschen zu schnell oder sie sparen ihre Kraft für den Endstand. So, jetzt gehen wir mit Brajkovic nach vorne und machen Tempo. Mehr und mehr in die Länge. Da gehen schon wieder welche. Das gibt's doch nicht. Wie viele Angriffe kommen denn da noch? Warum kann ich meinem eigenen Mann nicht folgen? Das muss doch gehen. Vogelsang ist platt. Die fahren uns tot, Freunde. Ey, die fahren uns tot. Das gibt's doch nicht. Wieso fahren die uns tot? Wir sind Hügel- und Bergspezialisten. Top ausgeruht, top fit. Schon wieder Angriffe. Ein Angriff folgt dem anderen. Ey, es ist echt nicht mehr auszuhalten. Und Nibali wird wieder eingeklemmt, das heißt, er kann wieder nicht reagieren, wenn es nötig wäre. Sag mal, gibt es irgendwann mal hier die Wirkung jetzt von dem Riegel, dass wir mal ein bisschen Angriff gehen können? Nibali, freifahren. Du hast Energieriegel genommen, frei fahren, gib mal Gas, fahr mal vor, häng nicht fest, sonst kriege ich hier Zustände, fahr mal vor. Energieriegel ist beim Hängenbleiben verpufft, ey, da kriege ich Hautausschlag, wenn ich sowas sehe. Sind mit dem Ausreißversuch. So, wo sind wir? Wir sind da vorne drin, das ist gut. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Nein, Nibali soll sich... Oh, meine Güte. Nibali soll sich an Quintana orientieren. Und Brajkovic darf sich gern an Nibali orientieren. Aber das schafft er eh nicht. So, und jetzt bin ich mal am Gucken. Oh Gott, Nibali sieht auch nicht wirklich fit aus. Das vorhab, was ich vorhab, ich glaube, das wird bitter. Haben wir denn endlich mal die Spitze da von diesem Hügel da erreicht? Das ist ja ein Drama, ist das ja. Also jetzt geht's gleich bergab.
So, jetzt übernehmen wir hier die Spitze und hauen mal rein. Es Im ist. Feld gab es einen Sturz, aber ja, ich wollte gerade sagen, es ist nass, es geht bergab, wir sind ein guter Abfahrer. Bis zur Ziellinie. Diego Olizzi ist gestürzt. Das hasse ich wie die Pest, dass die da in den Kurven so dermaßen krass abbremsen. Natürlich auch nicht verwunderlich, dass es hier zu einem Sturz kam. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Ja, Quintana hängt schon unser Hinterrad und sieht es gar nicht ein, irgendwie hier was zu machen. Wir versorgen uns mal schnell, dass uns hier nicht alles ausgeht im Zielsprint, also im Ziel sozusagen. Ne, wir kommen nicht weg, wenn wir sagen, wir wollen uns ans Hinterrad hängen, vergiss es. Ja, und jetzt greifen die an hier. Jetzt probiert er es noch einmal. Er muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey, das geht mir so ein bisschen... Geht's mir auf den Keks. Das Hinterrad von dem dürfen wir nicht verlieren. Also ich glaube, die fressen uns jetzt auf hier. Wieso ist denn jetzt Freifahren schon wieder drin? Ich habe gesagt, er soll sich das Hinterrad nehmen. Jetzt ist Freifahren schon wieder drin. Irgendwann kriege ich hier noch Zustände. So, jetzt geht's gleich wieder bergab, ne? Okay, jetzt darf er frei fahren. Und jetzt greifen wir auch gleich an. Sobald es mal ein bisschen gerade wird. So, jetzt. Jetzt sind es nur noch 5 Kilometer. Wieso kostet das denn so viel Energie? Ich verstehe das nicht. Es geht doch bergab. So, und wir sprinten und wer kommt denn da an? Quintana. Oh, jetzt stehen wir auf der Stelle. Ey, wir haben doch noch Energie, dann sprint doch mal mit. Und los geht's. Der Endspurt beginnt. Wir sind mitten im Feld. Die Fahrer kämpfen um die besten Positionen. Ich hab gesagt, der soll sprinten. Guck mal, was er macht. Der sitzt da. Der sitzt da. Der macht alles. Der sprintet nicht. Wir verlieren schon wieder Zeit. Ich krieg Ausschlag. Ey, jetzt mal ohne Witz. Wieso klappt im Let's Play nichts? Wenn ich Karriere fahre, funktioniert's. Wenn ich hier fahre... Nibali ist doch kein Loser, ey. Der muss das doch schaffen. Und vor allem, ey, sprint doch. Und dann fährt er da hinter Uran ins Ziel. Und wie viel Zeit haben wir jetzt schon wieder verloren? Nochmal eine Minute. Ja. Wir haben alles versucht, um Zeit gut zu machen. Wir haben dafür Teamkameraden geopfert, die irgendwo weiter hinten im Feld rumdümpeln. Wir haben versucht, das Tempo hochzuhalten, haben damit nur eins erreicht, nämlich, dass wir uns selber platt fahren. Uns selbst haben wir totgefahren damit. Hier kommen sie alle rein. Ich bin gerade am gucken, wo ist denn unser... Wir müssen uns noch gedulden, bis die Nachzügler das Ziel erreicht haben. Was ist denn unser letzter Mann hier? Ach, der ist weiter vorne, okay. Dann soll es ja klappen. Ja, da werden jetzt nochmal ein paar Kameraautos über den Weg gefahren, über den Haufen gefahren. Dann hängt er sich mal wieder ans Hinterrad von irgendeinem, der rumschleicht. Also die KI, ohne dass man denen Anweisungen gibt, die verhalten sich teilweise ein bisschen dämlich. Und wenn man ihnen Anweisungen gibt, dann endet es meistens auch nicht so wirklich gut. Ich meine, wir sind hier Elfter geworden auf der Etappe. Ich weiß nicht, wo dran es lag. Haben wir zu viel riskiert? Ich meine, ich muss was riskieren. Wir müssen ja Zeiten gut machen. Uran ist zeitgleich mit Sanchez reingekommen. Und dann ist es nur die Zeitbonifikation, die wir verlieren. Gesamtwertung. Das wird interessant, wo wir es in der Gesamtwertung hinschaffen. Es wird auch interessant, warum meine Stimme jetzt aufgibt. Quintana hat mehr Sprintpunkte wie unser Sprinter. So, Kesiakow hat mit einem Punkt Vorsprung hier das Bergwertungstrikot noch für sich inne. Also wenigstens eine Wertung haben wir momentan noch, aber das wird er natürlich auch nicht schaffen, die durchzufahren. Und ja, Quintana macht mal wieder das, was er am besten kann. Er holt mal wieder ziemlich alles, was man holen kann. So, dann Sky 46 Sekunden vor Astana.
Also so schlecht ist dann die Teamleistung insgesamt auch nicht. Wir haben ja ein starkes Team dabei. Interessant ist jetzt zu sehen, ob wir Zeiten gut gemacht haben oder wie viel wir hinten liegen. Nibali hat 51 Sekunden, immer noch. Es ist ein Drama, wir kommen nicht nach vorne. Allerdings haben wir ein bisschen weggeknabbert. Ich meine, es war ja vorher eine Minute noch irgendwas. Was mich ein bisschen ärgert, ist der Vogelsang, den wir als Ersatzkapitän geplant hatten. Der hat auf dieser Etappe jetzt bös Federn gelassen, weil wir ihn eingesetzt haben, um hier die Berge hoch zu pushen. Weil wir die anderen totfahren wollten, auf gut Deutsch gesagt, dass Nibali weiter nach vorne kommt. Aber auf Platz 11 liegend mit 51 Sekunden Rückstand, ich glaube, da sind wir gar nicht mal so verkehrt dabei. Martin ist ein schlechter Abfahrer, ist ein guter Hügelfahrer, ist ein schlechter Bergfahrer. Achso, das ist Toni Martin, das ist unser Toni Martin, unser deutscher Toni Martin, unglaublich. Der führt zurzeit an, interessant. Also der wird sich aber im Berg wird sich das erledigen, auch bei den Zeitfahrten im Hügel und so weiter wird sich das erledigen. Dann haben wir Evans, das ist ein guter Bergfahrer, ein einigermaßen guter Abfahrer. Das wird schon schwerer, weil der auch im Zeitfahren relativ gut ist. Also den einzuholen wird schwer. Uran ist ein guter Bergfahrer, ist ein guter Hügelfahrer, ist ein schlechter Zeitfahrer. Sanchez ist ein guter Bergfahrer und ein guter Hügelfahrer. Da wissen wir auch schon, warum die alle vor uns sind hier. 78, 78 ebenfalls. Also das sind alles die Leute... 80 Berg, 82 Hügel. Ja, ich meine, also wir mit Nibali sind mit 81 Berg und 79 Hügel, aber mit 82 Abfahrt. Das heißt, ich sehe unsere Chance, auf den Abfahrten denen davon zu fahren. Da müssen wir mal in den Abfahrten müssen wir mal kräftig angasen, wenn es dann die richtigen Berge runtergeht. Ich sag mal, wenn wir hier so in der... Das ist vielleicht schlecht, ja, weil da geht es ja nur bergauf. Da dürfen wir keine Zeit verlieren. Aber es müsste auch Etappen geben, wo wir dann in Abfahrten punkten können, wie hier. Da können wir dann in der Abfahrt hoffentlich ganz viel Zeit gut machen und dann im Aufstieg nicht allzu viel Zeit verlieren. Und dann könnten wir es schaffen, hier die Etappen zu gewinnen oder auch hier in der Abfahrt. Oder hier in der Abfahrt und dann da wieder hoch. Also es bieten sich noch einige Möglichkeiten, wo wir die Stärken von Nibali auskosten können. Und ich bin mal gespannt, hier zum Beispiel von der HC runter, unten durch die Sprintwertung, gibt ja alles Zeitbonifikation. Da kann das relativ schnell gehen, dass wir wieder relativ weit vorne dabei sind. Das war so als kleinen Ausblick hier auf das, was noch kommen mag. In der Gesamtwertung, wie gesagt, sind wir derzeit 11. mit 51 Sekunden Rückstand, haben schon ein bisschen Zeit gut machen können. Allerdings hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr Zeit gut zu machen. Wir waren teilweise vorne raus aus dem Feld, aber die setzen da am Schluss einen Sprint an, wo ich mich wirklich frage, wo nehmen die da noch die Energie her? Zu dem Zeitpunkt waren wir schon platt, ja, und wir haben in der Abfahrt so viel Meter gemacht. Und dann, ja, als holen die auf, als wäre es nix und sprinten an uns vorbei. Und das ist das, was mich so ein bisschen annervt hier bei dem Spiel. Das ist mir schon so oft so gegangen, dass die Computer Abstände einfahren, als wäre es gar nix, als wäre das eine Spazierfahrt. Und wenn wir das Gleiche versuchen, dann treten wir uns hier tot und dämlich. So, unser Sprinter ist, in der Gesamtwertung der Sprinter auf 9. Platz mit 13 Punkten ist nicht wirklich die Welt. Allerdings, wer führt da? Cavendish ist mit 28 und Sanchez Bergwertungen. Also das ist ja auch das, ich habe es im Kommentar gelesen, ich glaube Black Maxel hat es geschrieben, dass die Bergfahrer meistens auch hier die Punktwertung gewinnen, weil die Sprinter hier einfach nichts gewinnen können, weil so viel Berge meistens dabei sind, dass das eben einfach nicht geht. Ja, unser Sprinter ist dummerweise auch der einzige junge Fahrer, den wir haben. Das heißt, das können wir die Jungteamwertung oder Jungfahrerwertung können wir völlig vergessen. Die Teamwertung sieht ganz gut aus. Wäre schick, wenn wir es da vielleicht schaffen, noch ein bisschen weiter nach vorne zu fahren. Also wie gesagt, hier auf den mache ich mir wenig Sorgen. Toni Martin werden wir fressen. Den brauchen wir nicht mitrechnen. Uran und Co. wird doch schon schwerer. Der Schleck zum Beispiel, den können wir in Abfahrten leicht schlagen. Im Berg hoch sind wir stärker und in der Abfahrt sind wir um Welten stärker. Da können wir einen Frank Schleck zum Beispiel verspeisen. In irgendeiner Abfahrt einfach mal angasen und dann werden wir den vielleicht los. Kreuziger ist auch in der Abfahrt nicht ganz so gut. Das sind halt alles Fahrer, ja, wie soll ich sagen, das sind alles Fahrer, die auf die Gesamtwertung gehen können, mit denen wir uns hier vorne tummeln. Und wir sind da momentan die schlechtesten von denen. Wobei Porter
Und Wiggins, das ist mal ganz interessant. Porte und Wiggins, die haben richtig verloren. Auf die haben wir schon Zeit gut gemacht. Die werden wahrscheinlich versuchen, woanders dann ihr Rennen zu gewinnen. Auch TJ van Garderen. Ja, da sind also doch auch einige böse zurückgefallen. Hier Kwiatkowski hat 3 Minuten eingeschenkt bekommen. Also Heziedal, das war ja immerhin mal einer, der ganz weit vorne war. Hat er das nicht sogar 2012 gewonnen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also auch er, 4 Minuten hat er eingeschenkt bekommen. Das heißt 3 Minuten auf uns. Es kann noch viel passieren. Also es ist noch kein Drama. Und wenn die Berge kommen, ich denke, wir haben da ganz gute Chancen. Gut, das gibt die nächste Etappe wieder hügelig und dann zum Schluss so einen Berg hoch. Vielleicht schaffen wir es dann da mal wieder dran zu bleiben und da vielleicht nochmal ein bisschen Zeit gut zu machen. Das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Nick Frey zockt Radsportmanager 2013. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr dieser Folge hier beigewohnt habt. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt genauso mitgefiebert wie ich, denn ich war kurz vorm Explodieren. Ich krieg da einen Hals, meine Halsschlagader, die pocht da ohne Ende. Und ich meine, es ist halt, ich verzweifle da so ein bisschen, weil es in den Let's Plays, es klappt einfach nichts. In Let's Plays läuft es nicht zusammen. Ja, ich habe schon Etappen gewonnen, die ich mal probehalber irgendwo gefahren bin. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich meine, da habe ich so ziemlich alles gewonnen, was ich mal testen wollte. Ausreißversuche, ja, Meter weiter weggefahren, 1 Minute Vorsprung rausgeholt, über die Ziellinie gefahren, gelbes Trikot übernommen. Das passiert aber komischerweise immer nur dann, wenn die Kamera nicht läuft, also wenn DxTory nicht aufnimmt. Im Let's Play, es geht alles drunter und drüber. Formel 1 ist das Gleiche, da rege ich mich ja genauso auf. Also entweder muss ich ruhiger werden oder ich muss mich einfach damit abfinden, dass ich in Let's Plays generell schlechter abschneide, wie wenn ich offscreen allein zocke. Nichtsdestotrotz hoffe ich, hat es euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frey zockt der Radsportmanager 2013, dann mit der Etappe Nummer 4 des Giro d'Italia und ja, bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bye bye.